Telefon auch mal wegschalten zwischendurch oder lieber nicht? Nee. Na, du redest ja. Okay, Annika, sag's, ne? Ja, es lädt gerade. Bei mir steht schon live on YouTube obendrauf. Ja. Sehr gut. Dann könnt ihr anfangen. Super. Also, liebe Zuschauer und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Sozialpolitik in Corona-Zeiten, während der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist natürlich auch der Grund, weswegen wir das in so einem Format machen. Ich hätte es ja viel lieber in einem schönen Veranstaltungsort in Hamburg gemacht mit unserem Gast. Aber Gesundheit geht vor und mittlerweile habe ich mich auch schon an dieses Format gewöhnt. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon so viele Arbeitszimmer jetzt von innen gesehen, wie ich in meinem ganzen Leben nie sehen wollte. Aber so ist es halt. Ich will was sagen zum Ablauf der Veranstaltung. Die soll etwa eine Stunde dauern, also ungefähr bis 20 Uhr. Als erstes werde ich unseren Gast vorstellen und der wird auch ein paar Takte sagen. Und grundsätzlich ist es so, dass wir wahrscheinlich ab 19.30 Uhr mit der Diskussion beginnen. Sie können Fragen stellen an den Bildschirm. Es gibt die Möglichkeit, Fragen und Kommentare zu schreiben. Wir sammeln die hier und clustern sie auch. Und ich bitte da um Verständnis, wenn es doppelte Fragen sind, dass wir die natürlich nur einmal stellen. Wir bemühen uns, dass alle Fragen aufgegriffen werden und am Ende keine Frage offen bleibt, und meine Mitarbeiterin im Hintergrund unterstützen mich dabei, und das klappt bestimmt alles super gut, und das war jetzt der organisatorische Teil. Und jetzt kommt der schöne Teil, da darf ich nämlich unseren Gast vorstellen, Kerstin Griese, parlamentarische Staatssekretärin im Arbeit- und Sozialministerium. Kerstin, ganz herzlich, sei uns ganz herzlich willkommen. Gerne, Kerstin, hallo, einen wunderschönen Abend. Ja, genau, ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aber man kann auch sagen, im Hause Hubertus Heil. Was ist eigentlich eine parlamentarische Staatssekretärin? Sie vertritt den Minister nach außen, vor allem im Parlament und natürlich im Ausschuss, der ja Teil des Parlaments ist, aber auch generell nach außen. Und Hubertus Heil hat drei Staatssekretärinnen, fünf, stimmt überhaupt. Und zwei davon sind parlamentarisch. Das ist, Kerstin ist eine davon und Annette Kramme ist die andere. Und bei den parlamentarischen Staatssekretärinnen, mit denen wir Abgeordnete es natürlich mal ganz maßgeblich zu tun hat, da muss man sagen, gibt Sonne und Sonne. Es gibt welche, die verweisen bei Fragen, wenn sie kommen, immer auf die Beamten, die mitgereist sind. Das macht Kerstin Griese nur hochgradig ungern, weil Kerstin hat immer den Anspruch, alles selbst voll im Stoff zu sein und die Gesetze selber zu kennen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn Ausschusssitzungen sind, dann ist es ja meist so, dass zunächst einmal, dann sage ich als Ausschussvorsitzender, Frau Staatssekretärin, ich bitte um eine Einführung. Und dann, das kann man ja noch machen, weil das haben einem die Beamten häufig ausgeschrieben. Aber dann gibt es die Runden und dann stellen alle Abgeordneten Fragen. Und dann ist es so, dass Kerstin Griese eigentlich alle Fragen immer beantworten kann. Das finde ich immer super beeindruckend. Also Kerstin hat immer den Anspruch, alle Gesetzesvorlagen zu kennen. Aber weswegen ich mich ganz besonders freue, ist, weil Kerstin wirklich eine gute Freundin ist. Wir haben viel zusammen bewegt und vor allen Dingen natürlich auch, weil ich ja Ausschussvorsitzender bin, und in der letzten Wahlperiode war Kerstin Griese Ausschussvorsitzende, und nun sitzt sie praktisch als Staatssekretärin, als Vertreterin der Bundesregierung in den Ausschusssitzungen immer neben mir, und da gibt sie mir ganz zu Anfang besonders, hat sie mir immer ein paar Ratschläge gegeben. Matthias, jetzt musst du das machen. Jetzt nicht mehr, jetzt kann ich das ja selber. Jetzt nicht mehr, genau so ist es. Also das war schon große Klasse. Kerstin, du hast das Studium der Politikwissenschaften an der Uni Düsseldorf absolviert, warst danach Mitarbeiterin der Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Düsseldorf. Das muss ich ja noch mal eben sagen. Ich bin ja eigentlich Historikerin, also ich habe hauptsächlich Geschichte studiert. Ach so, ja, siehst du. Gut, dass du sagst. Und du bist in den Bundestag vor 20 Jahren, also in 2000 gewählt worden, vertrittst den Wahlkreis Ratingen, und du bist also seit 20 Jahren, obwohl das stimmt nicht ganz, ein knappes Jahr hast du mal ausgesetzt, und du warst nach deinem Einzug sofort die Sprecherin der Youngster in der SPD. Das habe ich nochmal nachgeforscht. Das fand ich ja sehr beeindruckend. Und du warst Vorsitzende des Familienausschusses zu Anfang und dann eben, wie gesagt, Vorsitzende des Sozialausschusses. Du bist 20 Jahre im Bundestag, aber du bist noch länger
im SPD-Bundesvorstand, nämlich seit 25 Jahren. Auch da hast du einmal 2 Jahre ausgesetzt und man merkt, du bist also wirklich eine hochaktive Politikerin. Ich glaube, es gibt 2 Dinge, die in deinem Leben super zentral sind. Das erste ist Israel. Du bist stellvertretende Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe und du hast mal gesagt, ich glaube, du bist mindestens einmal jährlich in Israel. Und einmal hatte ich... Außer im Corona-Jahr. Im Corona-Jahr leider nicht. Corona. Ich war 2-mal in Israel und einmal sind wir gemeinsam nach Israel gefahren im Rahmen der Parlamentariergruppe. Und ich muss sagen, das war eine der beeindruckendsten Reisen, die ich je gemacht habe. Ich weiß ja, dass du einmal abends dann zu mir gesagt hast, Matthias, ich habe noch eine Verabredung, begleite mich mal. Und dann sind wir gegangen, hast du eine Verabredung mit dem, wie nennt sich das, Prior eines Klosters, und zwar die Dormitio-Abtei in Jerusalem, die praktisch genau zwischen dem altarabischen Teil und dem jüdischen Teil Jerusalems ist und praktisch im Niemandsland. Und die hatten da auch diverse Einschusslöcher, weil die im Krieg waren die da, also im Sechstagekrieg 1948, da tobte praktisch um dieses Kloster herum immer der Krieg. Und das war aber ein deutsches Kloster. Also es war ein deutsches Benediktinerkloster. Und haben wir noch eine Messe gemacht. Also das war total beeindruckend. Das Zweite, was ganz wichtig ist, und das verbinden, glaube ich, die meisten mit dir, das ist dein kirchenpolitisches Engagement. Du bist nach dem Einzug in den Bundestag recht bald religionspolitische Sprecherin der Fraktion geworden. Du bist derzeit Mitglied im Rat der EKD, das höchste Gremium der evangelischen Kirche. Der Vorsitzende ist Bischof Bedford Strom. Und man sieht schon, Kerstin, du bist super vielseitig. Und ich habe mich immer gefragt, wann machst du das eigentlich alles? Also, ich freue mich, dass du hier bist. Und ich habe dich jetzt viel zu lange vorgestellt. Aber jetzt komme ich auch zum Thema. Sozialpolitik in Corona-Zeiten. Ich sage mal, es sind wahrlich schwierige Zeiten. Die zweite Corona-Welle trifft uns derzeit mit voller Wucht. Die Ansteckungen vermehren sich in exponentieller Weise. Und wir haben gehofft, dass genau dieses Szenario, was wir derzeit haben, dass wir das vermeiden können. Aber es war vergeblich. Aber es musste gehandelt werden. Und die Grundüberlegung, sage ich mal, des Lockdowns, den wir jetzt gemacht haben, ist im Grunde ganz einfach. Wir wissen, dass 75% aller Infektionen, von denen wissen wir nicht genau, woher sie kommen. Eine Zurückverfolgung ist nicht mehr möglich, weil es derzeit einfach zu viele sind. Werden jetzt wieder weniger und es ist wieder mehr möglich, aber im Prinzip ist das eben so. Und deswegen war die Entscheidung, die einzige Möglichkeit, die Welle zu brechen, darin besteht, dass die Kontakte drastisch reduziert werden, und zwar um mehr als die Hälfte. Gleichzeitig gibt es aber 3 Prioritätsbereiche, in denen wir keine Schließung vornehmen wollen. Das sind Infrastruktur im Gesundheits- und Pflegebereich, Wirtschaftskreislauf, der so weit wie möglich weiterlaufen soll, und Schulen und Kitas, ganz zentral. Alle anderen Bereiche sind nicht prioritär und werden daher geschlossen. Das ist für die betroffenen Einrichtungen und natürlich vor allem für die betroffenen Menschen extrem hart. Das ist uns vollständig klar. Und natürlich ist Sozialpolitik deswegen ganz besonders gefordert. Und liebe Kerstin, deswegen meine erste Frage: Ist die Corona-Krise die größte Herausforderung, die du bisher in deinem Berufsleben bewältigen musstest? Ehrlich gesagt, ja, lieber Matthias, denn das ist wirklich eine Ausnahmesituation für uns alle in der Politik, aber natürlich für jeden Menschen in diesem Land. Es ist eine schwere Situation, besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für alte Menschen, für Familien, die doppelt gestresst sind. Es ist eine wirtschaftlich, sozial, finanziell, aber auch psychisch unglaublich belastende Situation. Für uns in der Politik war es auch so, dass wir sehr schnell sehr viel handeln mussten, und das zu einem Thema, wo wir ja noch nicht alles drüber wissen. Aber erstmal sage ich hallo, schön, dass ich bei dir sein kann heute Abend, Matthias Bartke. Schade, dass wir uns nicht in echt treffen können. Das haben wir zwar eben noch in der Fraktion, aber im Zuge des Abstandsgebotes reduzieren auch wir unsere Kontakte und machen solche Veranstaltungen online. Ich will ausdrücklich vorweg sagen, ich bin ganz froh, dass Matthias Bartke mein Nachfolger als Ausschussvorsitzender geworden ist, denn es macht viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein super engagierter Ausschussvorsitzender, der auch echt zu ziemlich vielen Themen ziemlich viel weiß. Also du hast jetzt ja die Latte hochgelegt bei deiner Vorstellung, aber ich gebe das dann mal zurück, denn ein Ausschussvorsitzender ist ja auch ein Universaltalent und immer für alle Themen im Bereich Arbeit und Soziales zuständig. Ja, und um auf deine Frage zu kommen, das war gerade für uns hier im Arbeits- und Sozialministerium wirklich eine sehr, sehr schwere Situation, weil wir natürlich ganz viel entscheiden mussten. Es geht um viel Geld, es geht um viele Menschen, es geht um ihre soziale Sicherung. Es geht bei uns auch darum, dass wir sehr viel dafür getan haben, damit die Infrastruktur weiterhin arbeitsfähig ist.
all die Menschen zum Beispiel, die in Jobcentern und Arbeitsagenturen arbeiten, die bei der Deutschen Rentenversicherung arbeiten, das war super existenziell wichtig, dass dort die Pandemie nicht so ausbricht, dass ganze Bereiche arbeitsunfähig werden. Und deshalb haben wir sehr viel dafür getan, um auch diese ganze Infrastruktur zu sichern, damit die Menschen weiterhin zuverlässig an ihre Grundsicherung kommen, an ihre Rente kommen, damit das Arbeitslosengeld weitergezahlt wird. Und noch vieles mehr, über das wir ja auch gleich sprechen werden. Und das war schon eine verantwortungsvolle Aufgabe und sicherlich die größte Herausforderung, die ich in meinem politischen Leben erlebt habe. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Das geht uns in der Tat allen so. Und ich finde, es ist natürlich auch diese riesige Verantwortung, die man hat, weil du fragst dich ja immer häufig, du musst Entscheidungen treffen, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ich glaube, die meisten, die wir getroffen haben, die waren schon richtig. Bei manchen im Rückblick, muss man sagen, hätte man es vielleicht einen Tick anders gemacht, aber im Grundsatz war das schon richtig. Und ich will an dieser Stelle auch mal sagen, das, was euer Ministerium dort leistet, das ist schon ganz großartig. Und es wird ja viel von den Helden in der Corona-Zeit geredet. Ich finde, das sind auch Helden, weil der wird bis in die Nacht werden diese Gesetze gemacht, die ja unglaublich schnell auch gehen müssen. Also das finde ich total, total beeindruckend und von hier aus auch nochmal ganz, ganz herzlicher Dank dafür. Liebe Kerstin, welche Phasen gab es so in deiner Zeit als Staatssekretärin seit Beginn der Pandemie? Wie kann man das so irgendwie so unterteilen? Ja, das erste war sicherlich im März. Es ging ja Anfang des Jahres langsam los. Wir wussten alle noch nicht, was da genau auf uns zukommt. Und sicherlich war dann so ein erster Höhepunkt im März. Normalerweise, muss man mal ehrlich sagen, haben wir als Abgeordnete ja auch mal Ferien, nämlich Ostern. Ostern ist immer so eine Zeit, wo echt nicht so viel los ist in der Politik. Und das war in diesem Jahr völlig anders. Wir haben ja alle keine Urlaube gemacht. Das ist ja auch richtig so, konnte ja kein Mensch. Und wir haben quasi Tag und Nacht gearbeitet und wir haben dauernd Videoschalten gemacht, wirklich andauernd. Matthias Wartke wird sich erinnern, wir haben uns dauernd zusammengeschaltet, nicht nur wie sonst in den Sitzungswochen, wo wir uns in Berlin treffen, sondern dauernd. Und wir haben hier im Ministerium für Arbeit und Soziales und in ganz enger Zusammenarbeit mit den Bundestagsfraktionen und eben besonders mit der SPD-Bundestagsfraktion sehr schnell entschieden, wir müssen die Kurzarbeit ausweiten. Wir müssen mehr Menschen ermöglichen, in Kurzarbeit zu gehen, damit Jobs erhalten bleiben. Wir haben uns sehr intensiv darum gekümmert und da hat ja auch Matthias Bartke sich auch super toll engagiert, dass die soziale Infrastruktur erhalten bleibt, dass zum Beispiel die Menschen mit Behinderungen nicht vergessen werden in dieser Pandemie. Und da war sicherlich die erste Phase, die war total heftig, aber ehrlich gesagt, es ist seitdem so weitergegangen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da mal so eine Pause gab. Ich sage das auch nicht, um zu jammern, weil ich weiß, wie viele Menschen wirklich eine harte Zeit durchmachen in dieser Zeit, in diesem Land. Und wir als Politiker gehen natürlich auch arbeiten, so wie andere Menschen auch, und haben aber tatsächlich noch mal mehr zu entscheiden gehabt. Wir haben dann sicherlich die Phase gehabt, wo es darum ging, ob wir uns grundsätzlich entscheiden, die Schuldenbremse aufzugeben und mit einer milliardenhohen Neuverschuldung zu investieren in dieser Krise. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und Olaf Scholz als unser Finanzminister ist dafür verantwortlich, dass wir es schaffen, gut durch diese Krise zu kommen, indem wir nämlich gleichzeitig sehr viel Geld investieren, indem wir zum Beispiel für Kurzarbeit sehr viel Geld ausgeben, indem wir aber auch für Wirtschaftshilfen viel Geld ausgeben, aber auch ganz konkret für Familien, für Kinder mit dem Kinderbonus. Alles das musste in sehr kurzer Zeit entschieden werden. Und natürlich ist das auch eine große Verantwortung, wenn man auf einmal das Haushaltsvolumen deutlich um einen dreistelligen Milliardenbetrag erhöht. Und eigentlich kann ich es gar nicht in so Phasen einteilen, aber sicherlich waren unsere beiden Sozialschutzpakete, die wir beschlossen haben im Bundestag, ganz wichtig. Das erste schon direkt im März und das zweite dann im Mai. Ich habe heute extra nochmal für den Talk heute Abend, Matthias, die Zahlen, die Daten nachgelesen und war nochmal ganz beeindruckt, wie schnell wir das alles gemacht haben. Am 27. März haben wir das Sozialschutzpaket 1 beschlossen, zwei Monate später das zweite Sozialschutzpaket. Also da waren wirklich ganz wichtige Weichen, die wir zu Beginn gestellt haben, damit die Menschen in Arbeit bleiben, indem sie mit Kurzarbeit diese Phase überwinden, damit mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, so ein Wortungetüm, aber eine wichtige Sache, die soziale Infrastruktur erhalten bleibt. Ganz lebenspraktische Dinge, damit Familien, wo die Kinder nicht in die Schule oder in die Kita gehen können, weil sie wegen der Pandemie geschlossen ist und die Eltern deswegen zu Hause bleiben mussten, damit es dort eine Lohnersatzleistung gibt. All das haben wir im Bundestag in sehr kurzer Zeit beschlossen. Und ich will das auch mal sagen, weil es im Moment ja auch eine Debatte darüber gibt, das haben wir auch alles ordentlich diskutiert im Bundestag. Und auch in deinem Ausschuss, den du leitest, lieber Matthias, haben wir das alles intensiv eigentlich seit März, würde ich sagen, in jeder Sitzung diskutiert, welche Maßnahmen ergreifen wir. Und das Parlament hat das dann auch immer entschieden. Es ist nicht irgendwie, was ja im Moment so ein bisschen diskutiert wird, als hätte das irgendjemand aufgedrückt. Nein, das hat das Parlament bewusst so entschieden, weil wir in dieser schweren Krise alles tun, um gut durchzukommen und auch wieder ein bisschen Zuversicht zu haben, dass es danach besser weitergeht. Also ich finde gut, dass du das sagst, weil natürlich auch
ganz klar sein muss, dass die Regierungsfraktionen in diesen Fragen 100% hinter der Regierung stehen. Und diejenigen, die das immer kritisieren und sagen, das Parlament wird nicht genug beteiligt, ich glaube, die ärgert am meisten, dass sie nicht die Mehrheiten haben, um gegebenenfalls auch was anderes zu machen. Aber das die ist waren auch noch nicht bei dir im Ausschuss, dann wüssten sie, dass wir da jede Woche drüber sprechen, ne? So ist es. Sehr richtig, sehr richtig. Schön gesagt. Wie ist denn derzeit die Situation im Ministerium? Ich meine, ihr habt 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das klingt viel, aber für die vielen Aufgaben, die es dort gibt, ist es, glaube ich, nicht unbedingt viel. Wie ist denn derzeit da so die Arbeitsstimmung, die Bereiche, die ihr abdecken müsst, um die Krise zu meistern? Ich meine, es gibt ja auch noch Gesetzesvorhaben neben Corona, die wir so ganz nebenbei noch bewältigen müssen, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Ja, vielleicht erstmal zum Ministerium. Wir haben hier ganz, ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die super engagiert, super, super engagiert arbeiten und auch viel, viel Zeit natürlich auch Überstunden reingesteckt haben, damit das hier gut läuft. Wir haben etwa 600 Mitarbeitende hier in Berlin und etwa genauso viele nochmal in Bonn. Und wir haben bei uns im Ministerium das gemacht, was wir auch insgesamt für die Arbeitswelt empfehlen. Wir haben sehr, sehr umfangreich Homeoffice ermöglicht. Wir versuchen, dass man quasi nur schichtweise im Büro ist. Wir haben die Regeln jetzt auch nochmal sehr stark verschärft in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind zum Beispiel inzwischen dazu übergegangen, dass niemals zwei Staatssekretäre in einem Raum sind, weil wir nicht uns anstecken dürfen. Keiner von uns darf krank werden, sondern wir müssen unsere Arbeitsfähigkeit gewährleistet halten. Und in allen unseren Büros gibt es so eine Art Schichtdienst, damit eben möglichst wenige auf einmal da sind. Das erzähle ich einfach, um zu beschreiben, dass natürlich auch hier im Haus viele durch das mobile Arbeiten nochmal zusätzlich belastet sind, dass es aber auch sinnvoll und richtig ist. Und wir sind natürlich das Ministerium, was für Arbeitsschutz zuständig ist. Und da müssen wir es auch selber praktizieren, haben auch eine Maskenpflicht hier im Ministerium. Nur wenn man an seinem eigenen Schreibtisch sitzt, so wie ich jetzt hier, und niemand näher als 1,5 Meter dabei ist, kann man die Maske abnehmen. Also das ist auch eine ganz wichtige Regel. Ja, das eine hast du schon angesprochen, Matthias. Natürlich haben wir auch unsere normale Arbeit weitergemacht. Ich habe schon zu viel geredet. Ich habe zum Beispiel im Mai und Juni ganz, 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 ganz viele Gespräche zum Thema Grundrente geführt. Und wir haben im Juni die Grundrente beschlossen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ein Vorhaben, für das die SPD sich viele Jahre engagiert hat, was wir schon 2 Wahlperioden lang versucht haben. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Also auch das war ein großer Schritt und das war gleichzeitig. Wir haben auch andere Gesetze natürlich, die jetzt einfach anstanden. Die Grundsicherung, die Regelsätzeerhöhung zum Beispiel parallel zu der ganzen Corona-Gesetzgebung behandelt und das ist auch gut so. Und wie gesagt, an uns hängt ja, an dem Ministerium hängt ja einfach auch noch dran, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass in den Jobcentern und Arbeitsagenturen, in den ganzen Büros der Rentenversicherung, beim Bundesarbeitsgericht, beim Bundessozialgericht, bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass überall dort auch die Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist und die Arbeit ging weiter, ja. Das ist schon so. Kerstin, meine Wahrnehmung ist, dass während Corona viele Menschen den Sozialstaat überhaupt zum ersten Mal erlebt haben. Du hast das, also ob das jetzt der erleichterte Zugang zur Grundsicherung ist oder der Verdienstausfall bei Quarantäne. Viele erleben zum ersten Mal, dass das Auffangnetz des Sozialstaates. Was waren, beziehungsweise was sind denn aus deiner Erfahrung nach die bedeutendsten Stellschrauben für den sozialen Schutz in der aktuellen Krise? Oder anders formuliert, was waren denn so die wichtigsten Maßnahmen zur Bewältigung der Krise, die euer Ministerium bislang ergriffen hat? Also das Interessante ist ja, dass wir in dieser Krise den Sozialstaat ausgebaut haben, dass wir ihn nicht reduziert haben. Das sage ich auch so deutlich, wenn man mal auf die Länder um uns herum blickt oder auf die Länder weltweit blickt, wo ja gerade die keinen funktionierenden Sozialstaat haben, wie die USA oder auch Brasilien, in furchtbaren Situationen jetzt sind, mit massiv angestiegener Arbeitslosigkeit, mit massiv angestiegener Armut und wirklich Verzweiflung und Obdachlosigkeit. Da sieht man, dass ein Sozialstaat etwas Gutes ist. Und ich sage das auch deshalb, weil es ja gerne mal Leute gibt, die behaupten, der sei eine Hängematte. Ich kenne da so einen, der will bei der CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat werden, der immer sehr negativ darüber spricht. Ich rate davon ab. Ich rate dazu, dass wir stolz drauf sind, dass wir einen Sozialstaat haben, der auch in der Krise wirkt. Und wir haben uns bewusst entschieden, ihn auszubauen jetzt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Grundsicherung zu bekommen. Also das, was immer so unter Hartz IV im Volksmund genannt wird, die haben wir erweitert. Man kriegt die jetzt leichter, man kriegt sie schneller. Es findet keine Überprüfung der Wohnung statt. Das ist gerade für die Leute, die jetzt völlig unerwartet in eine soziale Notlage kommen, in eine finanzielle Notlage kommen, ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt schneller Grundsicherung bekommen können. Die ganzen Solo-Selbstständigen, auch für Künstler zum Beispiel gilt das. Wir haben
die Kurzarbeit ausgeweitet. Wir haben die Möglichkeit, dass man in Kurzarbeit geht, schon bei 10% Arbeitsausfall begonnen. Wir haben sie auch verlängert. Wir haben auch die Höhe der Grundsicherung, wenn man länger, des Kurzarbeitergeldes, wenn man länger in Kurzarbeit ist, erhöht. Also das ist mir ganz wichtig, dass man das mal wahrnimmt, dass es gut war und gut ist, dass wir den Sozialstaat nicht reduziert haben in der Krise, sondern ausgebaut haben. Was waren meine drei Punkte, hast du gefragt, die wichtigsten Maßnahmen? Ich denke, das Allerwichtigste war in der Tat die Kurzarbeit oder ist es immer noch? Wir hatten Höhepunkt im, ich habe es gerade auch nochmal alles rausgesucht, im April 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. 6 Millionen Menschen, die in allen anderen Ländern, die keine Kurzarbeit haben, arbeitslos geworden wären. Und Hubertus Heil war neulich auf einer internationalen Konferenz, also natürlich auch nur online, und hat mitgekriegt, dass es jetzt so, wie es im englischen Sprachgebrauch vor 100 Jahren mal so war, dass das Wort Kindergarten, also Kindergarten, auch im Englischen gebraucht wurde, ist das jetzt bei Kurzarbeit so. Also das deutsche Wort Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld findet jetzt sogar schon Einfluss in die internationale Sprachwelt und ins Englische, weil es das so nur in Deutschland gibt. Also Menschen für die Zeit oder für den Anteil, den sie nicht arbeiten können, wenn ihr Unternehmen Kurzarbeit beantragt und es auch genehmigt wird, dass sie dann eben eine Lohnersatzleistung von 60%, wenn sie Kinder haben, 67% bekommen. Und das haben wir ja jetzt in der Krise nochmal erhöht. Wenn man mehr als 4 Monate arbeitslos in Kurzarbeit ist, sind es 77% und ab 7 Monaten 87%. Das ist eine ganz wichtige Sache und das ist, wie unser Minister Hubertus Heil immer so schön sagt, das ist eine Brücke über das tiefe Tal. Und das ist die Brücke, die dazu führt, dass wir keine massiv hohen Arbeitslosenzahlen haben. Wir sind jetzt immer noch bei 2,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das nimmt ab, aber es ist immer noch eine sehr hohe Zahl. Also mein erstes Highlight, die Kurzarbeit, die Möglichkeit, dass wir die ausgeweitet haben. Mein zweites Highlight ist der Kinderbonus. Manchmal tut man Gutes und kein Mensch spricht drüber. 300 Euro für jedes Kind, nicht auf Sozialleistungen anzurechnen. Das heißt, auch die Hartz-IV-Empfänger haben es zusätzlich bekommen. Das war im September und Oktober so. Man ist als Politiker nicht gewohnt, dass man Dankeschönbriefe kriegt, aber ich glaube, das war eine gute Tat. 300 Euro pro Kind, um einfach auch nochmal so eine Unterstützung und so einen Schub in der Krise zu geben. Mein drittes Highlight, ich durfte ja drei nennen, ne? Hast du gesagt. Das ist etwas, wofür Matthias und ich auch gemeinsam sehr intensiv gekämpft haben. Das ist das Wortungetüm Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Dahinter steckt, dass wir in der Krise jetzt die ganzen sozialen Einrichtungen, die zum Beispiel Arbeitsfördermaßnahmen machen oder Sprachkurse, Integrationskurse oder Leistung der Einliegungshilfe für behinderte Menschen oder Reha-Maßnahmen, all das, was jetzt kurzfristig ausgefallen ist und weggefallen ist, wo aber die Infrastruktur erhalten bleiben musste, damit wir diese Einrichtungen weiter haben. Denn wir brauchen sie in der Krise, wir werden sie aber mit Sicherheit ganz besonders auch nach der Krise noch brauchen. Da haben wir uns was richtig Gutes ausgedacht, finde ich. Wir haben nämlich gesagt, wenn ihr eure Arbeit nicht machen könnt wegen der Krise, weil ihr zum Beispiel die Teilnehmer nicht vor Ort versammeln könnt und mit denen einen Kurs machen könnt, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, dann müsst ihr entweder die Maßnahme anders machen, zum Beispiel digital, oder ihr müsst eure Arbeitsfähigkeit und eure Räumlichkeiten für die Bewältigung der Pandemie zur Verfügung stellen, zum Beispiel was anderes machen. Ich sage mal ein Beispiel, ich kenne Behindertenwerkstätten, wo dann die Mitarbeiter in die Wohneinrichtung gegangen sind, weil die Werkstatt in der Zeit eben zu war, weil Betretungsverbot war wegen der Pandemie und die dann dort mit den Menschen mit Behinderung gearbeitet haben. Und all das führt dazu, dass man eben 75% des Geldes weiter bekommt. Ist ganz wichtig, damit zum Beispiel auch die ganzen Träger dieser sozialen Arbeit ihre Mitarbeiter nicht entlassen müssen. Also meine drei Highlights sind Kurzarbeit, Kinderbonus, also 3K sind es leider nicht, sonst könnte ich einen Witz darüber machen. Kurzarbeit, Kinderbonus und Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Das SODEC, genau. Also da muss ich auch sagen, da habe ich viele, viele Schreiben von Einrichtungen bekommen, die sich ganz herzlich dafür bedankt haben. Denn ohne dieses Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, also SODEC, würde unser Land schlechter aussehen. Das ist völlig klar. Und der Sozialstaat wird darüber gehalten. Wie ich ohnehin finde, was du zu Anfang gesagt hast, dass unser Sozialstaatsmodell, man muss ja sagen, unser sozialdemokratisches Staatsmodell in dieser Krise zeigt, dass es wirklich das richtige Modell ist und dass es das Modell ist, mit dem man Krisen bewältigen kann. Und es ist auch kein Wunder, dass zum Beispiel eine Partei wie die FDP, die sagt, wir brauchen möglichst weniger Staat, dass sie
zurzeit massive Schwierigkeiten mit der 5%-Klausel hat, weil natürlich die Menschen sagen, wir merken doch gerade, wie wichtig ein guter und ein starker Staat ist. Kerstin, du hast ein bisschen eben was schon gesagt zum Kurzarbeitergeld. Das ist ja jetzt gestuft, dass es ansteigt. Hättest du dir auch vorstellen können, dass es ein bisschen früher passiert, dass man früher schon etwas höheres Kurzarbeitergeld kriegen kann? Also da sage ich ganz klar ja. Wir als SPD wollten das auch, dass man schon früher nicht nur 60 bzw. mit Kindern 67% Kurzarbeitergeld kriegt, sondern 70 oder vielleicht sogar 80%. Ich sage ausdrücklich, das war unser Wunsch. Es gibt auch viele Arbeitgeber, die es aufstocken, also die dann quasi den Betrag, der den Mitarbeitern fehlt, aufstocken. Aber natürlich ist das nicht überall der Fall. Und wie das immer so ist mit unserem politischen Lebensabschnittspartner mit der Union, war es eben nicht so einfach zu sagen, wir machen jetzt mal hier für alle eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, sondern es wurde ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir halt diese Regelung, dass es bei denen, die 4 Monate in Kurzarbeit sind, auf 77% aufgestockt wird und bei denen, die 7 Monate in Kurzarbeit sind, auf 80% oder 87%. Und da müssen sie auch noch über 50% in Kurzarbeit sein. Das macht jetzt die Arbeit nicht leichter, muss ich mal ganz ehrlich sagen, denn in den Arbeitsagenturen ist sowieso schon der Stab der Mitarbeiter, die sich um Kurzarbeit kümmert, zeitweise ver16-facht worden. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben alle Leute in die Büros geschickt, die Kurzarbeit bearbeiten, damit das wirklich so gut und so schnell klappt. Ich habe auch ganz viel positive Rückmeldungen, sowohl von Gewerkschaften als auch von Arbeitgebern, von Unternehmen, dass das wirklich gut geklappt hat mit der Kurzarbeit. Es ist jetzt ein bisschen komplizierter, das ist aber ehrlich gesagt unsere Erfahrung. Matthias wird das bestätigen, immer wenn man mit der Union was verhandelt, gibt es kompliziertere Lösungen, weil die natürlich das alles nochmal mit mehr Hürden machen wollen und schwieriger machen wollen. Aber ich will nicht lange jammern. Es ist gut, dass das Kurzarbeitergeld weiterhin in dieser Krise erstens länger bezogen werden kann, also 24 Monate, zweitens schon eher bezogen werden kann, schon wenn 10% der Arbeit wegfallen. Und es ist jetzt zumindest für diejenigen, die lange in Kurzarbeit sind, auch erhöht. Hätte man alles noch ein bisschen schneller und einfacher haben können. Aber wenn es einfach wäre, können es auch andere machen, sage ich immer. sehr schön. Wir hatten ja in der letzten Ausschusssitzung hatten wir Detlef Scheele, den Chef der Bundesagentur für Arbeit, zu Gast, der auch sehr berichtet hat darüber, wie dort umstrukturiert worden ist und wie diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur sich da wirklich den Bein ausreißen, um das hinzukriegen. Also Überstunden ohne Ende. Und er sagte, wäre jetzt schön, wenn irgendwann mal Licht im Tunnel ist. Ne? Also wir hoffen, dass das mit dem Impfstoff klappt und dass wir irgendwann Anfang nächsten Jahres, dass da wirklich die Entwarnung kommt. Nun ist das mit dem Kurzarbeitergeld ja wirklich eine tolle Sache für diejenigen, die angestellt sind. Aber dir geht es bestimmt ähnlich wie mir. Ich habe viele Gespräche mit Selbstständigen geführt, gerade aus der Kulturbranche. Und das war schon außerordentlich schwierig, weil die drängen alle auf den sogenannten Unternehmerlohn, also monatliche Zahlung zwischen 1.000 oder 1.200 Euro. Und die Sache ist natürlich nicht trivial, weil wir wollen eine Unterstützung für Selbstständige, die keine neuen Ungerechtigkeiten gegenüber Arbeitslosen schaffen. Aber die Frage an dich. Was sind denn aus Sicht deines Ministeriums die Schwierigkeiten bei einem sogenannten Unternehmerlohn und wieso machen wir das nicht einfach? Also erstens kenne ich jetzt noch kein vernünftiges Konzept. Der Wirtschaftsminister Altmaier hat zwar immer mal wieder das Wort Unternehmerlohn gesagt, aber er hat noch gar nicht erklärt, wie er sich das vorstellt. Und wenn man jetzt mal genau auf die Sache guckt, worum geht es, welches Problem wollen wir lösen? Wir wollen das Problem lösen, dass Leute, die zum Beispiel selbstständig sind und jetzt keine Arbeit mehr haben, wie das sehr oft auch Künstlerinnen und Künstler sind, oder eben auch Leute, die kleine Selbstständige mit wenig Mitarbeitenden sind, wie die jetzt gut durch die Krise kommen. Denn die haben ja alle nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Da zeigt sich wieder, wie gut unser soziales Sicherungssystem ist und wie wichtig es ist, dass man in die Arbeitslosenversicherung einzahlt, was aber eben nur die abhängig Beschäftigten tun können. Deshalb ist mir zum einen wichtig, nochmal zu sagen, dieser erleichterte Zugang zur Grundsicherung ist nicht profan. Das ist eine gute Sache. Wenn man wirklich selber in finanziellen Nöten ist, kann man Grundsicherung beantragen, kann man auch sehr viel schneller und einfacher bekommen als sonst. Es wird auch nicht mehr das Vermögen angerechnet. Es wird auch nicht mehr die Wohnung extra angeguckt und gesagt, die ist zu groß oder so und die passt nicht, musst umziehen. Also was ist jetzt in der Krise zweitrangig? Sondern die Grundsicherung wird sehr schnell gewährt. Es wird natürlich geschaut, ob man Partnereinkommen hat, also ob man zum Beispiel in einer Ehe oder einer Lebensgemeinschaft lebt, wo der andere noch Einkommen hat, weil ja die Grundsicherung dafür da ist, Leute zu finanzieren, die eben finanzielle Probleme haben, kein eigenes Einkommen haben.
Also das ist mir nochmal wichtig. Wir haben auch, gerade weil die Selbstständigen uns ja so intensiv angesprochen haben, du hast das berichtet, Matthias, haben wir extra auch nochmal geklärt, dass alles, was man sich für die Altersversorgung aufgebaut hat, nicht angetastet werden muss. Deshalb ist das ein wichtiger Schritt. Trotzdem sagen die Selbstständigen, für viele von ihnen kommt das nicht gut hin oder klappt das nicht gut. Ich rate trotzdem erstmal, den Antrag auf Grundsicherung zu stellen. Und gerade deshalb haben wir uns jetzt ja auch für die aktuelle Notsituation nochmal mit den Novemberhilfen, wahrscheinlich werden es ja auch Dezemberhilfen, wie wir heute gerade von Olaf Scholz gehört haben, nochmal eine neue Möglichkeit überlegt, gerade für die, die eben selbstständig sind, wie zum Beispiel Gastronomen, Künstler und so weiter, dass die jetzt im November 75% ihres Einkommens im letzten Jahr im November bekommen. Oder wenn der November, es gibt ja Berufe, wo der November irgendwie kein besonders intensiver Monat ist, dass man dann sagt, ein Durchschnittsmonatseinkommen des letzten Jahres. All das ist wichtig. Wir haben uns gerade auch wegen der vielen Klagen der Selbstständigen überlegt, eine Neustartprämie zu machen, wo man bis zu 5.000 Euro bekommen kann, was auch dann nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Gerade weil eben Selbstständige, die dann nicht über Betriebsvermögen, über Betriebsausgaben, die ihnen wegfallen, Wirtschaftshilfen bekommen haben, sondern weil sie oft kaum Betriebsausgaben haben und jetzt auch Probleme haben. Also wir haben schon tatsächlich darauf reagiert. Unternehmerlohn ist ja so ein bisschen ein widersprüchliches Wort, weil Lohn heißt ja, dass man eben abhängig beschäftigt ist und dass man in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Man kann nicht Mittel aus der Arbeitslosenversicherung bekommen, wenn man nicht eingezahlt hat. Aber wir haben uns jetzt eine ganze Menge anderer Wirtschaftshilfen überlegt und eben auch, ich sage es nochmal, die Grundsicherung, damit auch diese Gruppe von Menschen, um die es da geht, eine soziale Sicherung bekommen, Unterstützung bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt schnell klappt. Also ich bin auch ein bisschen unglücklich, das sage ich ganz ehrlich, dass die Novemberhilfen wahrscheinlich Ende November Hilfen werden. Also wir haben ja heute schon den 24. in einem Monat des Weihnachten. Also das hätte ich mir alles auch ein bisschen schneller gewünscht. Da wünsche ich mir auch, dass das Wirtschaftsministerium nicht nur große Worte in die Welt setzt, wie zum Beispiel das Wort Unternehmerlohn, sondern dass sie einfach praktisch mal anpacken und machen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind ja echt die Macher und hauen sozusagen in einem durch gute Ideen und nicht nur Vorschläge, sondern wir setzen sie auch um. Und ich bin froh, dass wir eine Infrastruktur haben, wo sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie zum Beispiel die Grundsicherung bekommen, dass sie ihre Rente bekommen, dass da nichts ins Wanken gerät, auch in der Krise. Und wie gesagt, für die Selbstständigen sind jetzt nochmal mit der dritten Linie der Wirtschaftshilfen und mit dem Neustart, mit dem Neustartgeld ist noch mal einiges gemacht worden. Ich weiß, dass das vielen oft nicht ausreicht, aber ich fände es gut, wenn man auch mal wahrnimmt, was da alles passiert. Langfristig müssen wir uns aber auch was überlegen. Wir müssen ja auch aus der Krise lernen. Langfristig müssen wir uns überlegen, wie gerade Selbstständige besser sozial abgesichert werden. Also wir diskutieren bei uns in unserem Arbeitsfeld der Arbeits- und Sozialpolitik ja noch einen wichtigen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, nämlich dass Selbstständige auch in die Rentenversicherung einzahlen können oder sollen. Das ist auch so eine Sache. Viele Selbstständige merken jetzt, oh, mir fehlt sowas wie die Arbeitslosenversicherung. Viele merken, wenn sie älter werden, ihnen fehlt eigentlich eine Rentenversicherung. Und das ist sicherlich auch eine Lehre aus der Pandemie, dass wir gucken müssen, wie die sozialen Sicherungssysteme für alle zugänglich werden. Genau, dazu haben wir auch schon eine Frage aus dem Chat. Aber ich will vielleicht vorab nochmal sagen, du hast natürlich völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Grundsicherung das Auffanginstrument ist für Selbstständige. Und wir haben das ja nun wirklich angehoben und erleichtert ohne Ende. Aber dennoch ist es so, wenn ich mit Selbstständigen rede, die sagen, was? Grundsicherung Hartz IV? Und dann stelle ich fest, dass dieses Auffangsystem einen Ruf hat wie Donnerhall. Das wollen die auf Teufel komm raus nicht. Das ist wirklich, das muss ich auch sagen, das empfinde ich als ganz bitter, weil es überhaupt nichts Schlimmes ist, Hartz IV zu bekommen. Grundsicherung, insbesondere in solchen Pandemiezeiten. Also das ist, da frage ich mich auch immer, was für eine Öffentlichkeitsarbeit haben wir gemacht, dass am Ende ist das so negativ konnotiert wird. Aber generell ist es ja so, dass diese Corona-Krise wirkt ja in gewisser Weise wie so ein Brennglas und zeigt uns auch die Schwachstellen in unserem Sozialstaat. Und die eine Schwachstelle, hast du eben schon drüber gesprochen, das ist, wir brauchen eine Art von Arbeitslosenversicherung auch für Selbstständige. Und William Hardiman,
hat dazu auf Facebook eine Frage gestellt, und zwar zur Alterssicherung von Solo-Selbstständigen. Er mahnt an, dass die wenigsten Selbstständigen genug haben, um privat vorzusorgen. Er fragt nicht, ob das Prinzip Künstlersozialkasse ein gutes Vorbild auch für die Absicherung von Selbstständigen sein könnte. Dann jetzt die Frage, welche Überlegungen gibt es denn bei euch im Ministerium zur besseren sozialen Absicherung von Selbstständigen? Du hast ja eben schon gesagt, es gibt da einen entsprechenden Handlungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag. Ja, die Künstlersozialkasse ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist übrigens eine sozialdemokratische Erfindung. Die Künstlersozialkasse besteht ja daraus, dass sowohl der Mensch, bei der ein Künstler beauftragt, zum Beispiel ein Konzert oder so etwas, also der Veranstalter quasi einzahlt, dass der Staat einzahlt und dass auch der Mensch, der selber in der Künstlersozialkasse ist, aber einen sehr geringen Beitrag zahlt. Wir haben jetzt auch nochmal dafür gesorgt, dass die Künstlersozialkasse auch und die Künstler auch gut durch die Pandemie kommen, indem wir zum Beispiel für dieses Jahr das sogenannte Mindesteinkommen, was man haben muss, ausgesetzt haben. Also alle, die in der Künstlersozialkasse sind, können beruhigt sein, dass sie drin bleiben, und alle sind auch froh, dass sie drin sind, weil das nämlich so eine Art Ersatzinstrument ist für die, die eben nicht in der Arbeitslosenversicherung oder in der Rentenversicherung sind. Ich will noch mal sagen, Selbstständige sind halt nun mal keine Arbeitnehmer. Selbstständige sind keine Arbeitnehmer, sie haben keinen fixen Lohn und sie müssen bisher selbst vorsorgen. Für Alter, für Krankheit, für Pflege, auch für auftragsschwache Zeiten. Und deshalb haben wir jetzt erstmal für diese Pandemiezeit eben gerade für Selbstständige den Zugang zur Grundsicherung verbessert, indem wir das, was sie zum Beispiel für ihr Alter angespart haben, nicht anrechnen. Aber tatsächlich müssen wir da auch langfristig gucken. Und eine Sache habe ich schon angesprochen. Wir prüfen gerade, wie man auch Selbstständige in die Altersvorsorge, in die Rentenversicherung einbinden kann. Das ist ja uns in der SPD ein wichtiges Anliegen. Aber die Frage ist auch, ich glaube nicht, dass man sowas wie die Arbeitslosenversicherung genauso für Selbstständige machen kann, weil Selbstständige sind nun mal keine Arbeitnehmer, deshalb hat man ja keinen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag, sondern da müsste man quasi beide zahlen als Selbstständiger. Aber ich finde es wichtig, dass wir solche Mechanismen haben, und wir machen zum Beispiel jetzt auch demnächst ein Projekt mit Künstlern zusammen, wo wir mal schauen, wie die Künstler selber sich ihre soziale Sicherung in Zukunft vorstellen. Also bei der Altersvorsorge sind wir dran. Bei existenziellen Notlagen ist es die Grundsicherung plus jetzt noch zusätzliche Wirtschaftshilfen, die gerade den kleinen Selbstständigen helfen werden. Und die Nichtanrechnung ihres Vermögens für die Alterssicherung ist sicherlich auch ganz wichtig. Jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Chat von Katrin, die fragt, was könnt ihr Studierenden raten? Die haben echt Probleme. Die Studentenjobs fehlen ja zurzeit, zum Beispiel im Gastrobereich. Ja, das ist ehrlich gesagt ein ziemliches Ärgernis, dass die Bildungsministerin auf die vielen guten Vorschläge, die bei uns aus der Fraktion kamen, unser Kollege, der da in der Bildungspolitik engagiert ist, der Oliver Kaczmarek, hat da viele Vorschläge gemacht. Darauf hat Frau Karliczek nicht reagiert. Wir hätten uns als SPD vorgestellt, dass man das BAföG ausweitet, dass man also schneller Studierenden in Notlagen über das BAföG Geld gibt. Das hat sie abgelehnt. Stattdessen hat sie sehr komplizierte Kredite jetzt eingeführt. Also man kriegt den Kredit zum Beispiel nur, wenn man unter 500 Euro auf dem Konto hat. Nun hatte ich als Studentin auch nie viel Geld auf dem Konto, aber manche haben halt auch mal mehr auf dem Konto, weil man ja auch irgendwie ein bisschen vorsorgen muss. Das heißt, es ist schon mal eine sehr hohe Hürde. Und in der Tat hatten ja viele auch Minijobs. Und gerade in Minijobs gibt es nun mal auch keine soziale Absicherung. Viele haben, so ist das meine Erfahrung, auch in anderen Bereichen jetzt Jobs gefunden, weil ja auch woanders was wegfiel, wo gerade zum Beispiel ältere Leute engagiert waren, die jetzt in der Pandemie nicht arbeiten gehen konnten. Aber das ist nicht richtig gut gelaufen, das will ich ausdrücklich sagen, weil es eine sehr viel leichtere und bessere Möglichkeit gegeben hätte über das BAföG. Trotzdem sollte man diese Kredite, die es jetzt in der Pandemie gibt, annehmen. Man sollte versuchen, ob man woanders dann einen Job findet, weil ja auch woanders dann Leute gebraucht wurden. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist sicherlich nicht ein Ruhmesblatt der Bundesregierung, denn da hätten wir uns auch ein bisschen, ich denke, das, Matthias, denkst du auch, so ein bisschen schnellere und vor allem effizientere Hilfen vorstellen können. Ja, natürlich. Das hat uns natürlich alle sehr geärgert. Aber ich sage mal, Stichwort Minijobs, da finde ich, da zeigt auch diese Pandemie wie so ein Brennglas, wo die Probleme sind. Denn die Minijobber, und das Katrin berichtet ja darüber, zum Beispiel im Gastrobereich, die haben halt keine soziale Absicherung. Und, ja. Und wenn sie den Job verlieren, dann gibt es kein Kurzarbeit oder kaum soziale Absicherung. Aber es gibt eben kein Kurzarbeitergeld und es gibt auch kein Arbeitslosengeld. Und das sind dann natürlich die Verlierer. Und deswegen, es gibt ja die Bestrebungen,
Bestrebung, insbesondere seitens der FDP, aber auch seitens der CDU, Minijobs auszuweiten. Und da sagen wir ganz klar, das ist genau der falsche Weg. Also ich will sie jetzt nicht abschaffen, aber ausweiten, das geht auf gar keinen Fall. Das muss man wirklich sagen. Ich würde ganz gerne nochmal sehe ich auch so wie du. Und ich finde eigentlich das Bild mit dem Brennglas sehr gut. Das brauchen wir jetzt ja auch öfter in dieser Pandemie, weil es zeigt zum einen, wo es echte Probleme gibt, zum Beispiel bei der sozialen Absicherung. Auch wenn unser Sozialstaat sehr gut ist, haben wir eben auch noch Lücken. Aber es zeigt auch, wo was richtig gut läuft. Das will ich jetzt auch mal sagen. Und das ist auch etwas, was mir in dieser ganzen schweren Zeit auch ein bisschen Kraft gibt. Es zeigt sich, dass wir ganz schön viele Menschen haben, die sich füreinander einsetzen, dass der Zusammenhalt oft wirklich auf einmal wieder aufblüht, dass Menschen gucken, wo sind in meiner Nachbarschaft alte Leute, für die ich mal einkaufen gehen könnte, weil die das jetzt gerade in der Pandemie nicht machen sollen, nicht unter Leute gehen sollen. Es zeigt sich, dass da, wo Familien in Quarantäne sind, was ja zurzeit auch massenhaft passiert, wirklich andere sich toll kümmern. Also ich finde, man sieht, dass es ein Potenzial für guten Zusammenhalt gibt in unserer Gesellschaft. Umso mehr müssen wir uns gerade um die kümmern, die Sorgen haben, die Probleme haben, wo noch nicht genügend Hilfen ankommen. Aber genau wie das Brennglas zeigt, was nicht gut läuft, zeigt es auch, dass unsere Gesellschaft eigentlich sozial denkt. Und das will ich auch mal sagen, weil wir eine ganz große Mehrheit haben, die auch in Umfragen immer sagen, dass die Maßnahmen richtig und notwendig sind. Sie sind nicht schön, sie machen keinen Spaß. Kontakteinschränkung ist nicht lustig und ist auch überhaupt nicht schön. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung findet das richtig. Das sage ich auch deshalb, weil wir eine Woche hinter uns haben, lieber Matthias, wo hier lautstark gepöbelt wurde gegen die Corona-Auflagen. Mich ermuntert das dann immer, wenn ich lese, dass die große Mehrheit, die aber nicht so laut pöbelt, das richtig findet und, glaube ich, auch merkt, wie schwierig uns diese Entscheidungen fallen, Bewegungsfreiheit einzuschränken, Kontakte einzuschränken, gerade für Kinder, gerade für alte Leute, ist das Schwierigste, finde ich, was ich je in meinem Leben entscheiden musste. Aber die Mehrheit findet das vernünftig und richtig und das sollte man auch mal bemerken, wenn die Minderheit immer so laut schreit. Also das finde ich sehr gut, dass du das nochmal sagst und es ist ja in einer Art und Weise jetzt mobilisiert worden gegen das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, wie ich das ehrlicherweise noch nicht erlebt habe. Also du kriegst immer so 300 bis 400, manchmal auch 500 Zuschriften, wenn man ein Gesetz gemacht hat, das in der Kritik steht, aber ich habe 4000 bekommen dieses Mal. Echt Wahnsinn. Aber ich bin ja auch so ein Schreiberling, ne? Und dann habe ich die so gefiltert und habe alle, die an Herrn Barth gegangen, ne? Also wenn ich schreibe, sehr geehrte Damen und Herren, dann gehen die, das ist ja, ne? Aber die habe ich dann schon beantwortet und das waren schon irre viele. Ich habe mich, meine Mitarbeiter haben ja geholfen. Und da kriegst du manchmal die Rückmeldung, vielen Dank und so. Also wir sehen das zwar anders, aber es ist gut, dass wir antworten. Aber heute habe ich einen gekriegt, ich hoffe, sie werden alle vor Gericht gestellt. Und so das ganze Programm, wo man sich auch fragt, wo kommt dieser ganze Hass her? Ne? Das ist schon sehr bedrückend und das haben wir jetzt ja auch mitbekommen am vergangenen Mittwoch, wie die Leute sich hier eingeschlossen haben, weil sie Angst hatten rauszugehen, weil die AfD-Leute da irgendwelche Irren reingelassen haben, von denen, wo du natürlich nie weißt, ob die in irgendeiner Form jetzt auch mal handgreiflich werden oder so etwas. Und das ist natürlich auch hochgefährlich. Also das muss man... da ist, glaube ich, auch eine Grenze überschritten worden, die auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und wenn dann der Gauland sich im Parlament dafür entschuldigt, dann wissen wir alle, das ist völlig hohles Zeug. Das ist ganz klare Taktik, dass sie erst sich entschuldigen, wenn sie merken, sie sind zu weit gegangen und dann wieder ein bisschen zurückzurudern. Übelste Taktik. Also das hat auch wirklich, glaube ich, der Letzte gemerkt, was dort passiert ist. Naja, also das ist schon bitter. Aber ich wollte noch einmal kurz zum Sodeck zurückkommen. Ich wollte dich fragen, also wo es ja darum geht, dass die insbesondere die Sozialversicherung, die Träger, die über die Sozialgesetzbücher finanziert werden, dass sie praktisch eine Ausfallfinanzierung kommen. Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht schildern, welche Überlegungen bei euch dazu geführt haben, das so zu machen und was so die Kernerfahrungen sind, die ihr gemacht habt mit dem Gesetz und wo ihr gegebenenfalls auch Schwierigkeiten seht? Ja, es ist ja eigentlich ein neues Gesetz. Es ist eine Idee, die es so noch nie gab als Gesetz, nämlich dass man sagt, wir haben eine solche Ausnahmesituation, dass ihr
in bestimmten Bereichen eure Arbeit nicht machen könnt. Wenn ihr aber euch dafür einsetzt, sie anders zu machen oder eure Personen, eure Mitarbeiter, eure Räume zur Verfügung stellt, dann bekommt ihr trotzdem das Geld, was zum Beispiel die Rentenversicherung für Reha-Leistung, was zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung für die Bundesagentur für Arbeit, für Arbeitsfördermaßnahmen, was das BAMF für Sprachkurse, was die Eingliederungshilfe für Inklusionsmaßnahmen sowieso gezahlt hätte. Und man kann ja entweder sagen, oh, es fällt alles aus, da sparen wir ganz viel Geld von Seiten derjenigen, die das bezahlen müssen, eben der ganzen Sozialversicherung und der ganzen Infrastruktur. Oder man sagt, um das aufrechtzuerhalten, sollt ihr das Geld weiter bekommen, zumindest bis zu einem bestimmten Satz, und müsst dann eben auch gucken, wie die Arbeit anders gemacht werden kann. Klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Ich sage es mal ganz praktisch. Dieses Sozialdienstleister-Einsatzgesetz hat dazu geführt, dass allein im Bereich der Bundesagentur für Arbeit, also wo die ganzen Kurse sind für Arbeitsfördermaßnahmen für Menschen, die arbeitslos sind. Ich sage mal eine ungefähre Summe, ohne jetzt zu viel zu verraten, über 100 Millionen Euro gezahlt wurden, damit tatsächlich die Menschen, die zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme anbieten, weiter beschäftigt bleiben, damit sie auch andere Möglichkeiten sich überlegen. Im Bereich der Reha ist das der größte Bereich, wo über das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz Leistungen weiter finanziert wurden, besonders im Bereich der Reha. Viele Reha-Kliniken haben ihre Patienten erstmal nach Hause geschickt, weil sie natürlich nicht direkt mit den Patienten arbeiten durften in Zeiten der Pandemie. Viele haben auch inzwischen ihre Arbeit da umgestellt. Also da sind es fast 450 Millionen Euro. Aber auch Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung zum Beispiel, wo sich dann die Lehrerinnen und Lehrer überlegt haben, das in digitalen Kursen zu machen oder auch Integrationskurse. Also eine ganze Menge, wo wir jetzt in einer ersten Erhebung wirklich auch positive Rückmeldungen haben. Das ist so eine Art Auffangnetz, also so eine Art temporäres Auffangnetz, um die soziale Infrastruktur während der Corona-Krise zu sichern, damit eben diese sozialen Dienstleister auch weiter finanziert werden. Und einige Bundesländer haben das auch noch aufgestockt. Natürlich hätten viele gerne 100% gehabt, aber wie das immer so ist, mussten wir wieder verhandeln mit dem Kanzleramt, mit der Union. Da haben wir dann zumindest mit den 70%, glaube ich, eine ganz gute Struktur geschaffen. Also besonders in diesem Bereich Behindertenpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Reha, aber zum Beispiel auch in der Frühförderung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich. Da haben wir, Matthias weiß das, doll gekämpft, dass auch der Bereich der Frühförderung, also für Kinder mit Behinderung, mit da reinkommt. Denn man muss sich mal vorstellen, wenn alles das zusammengebrochen wäre, es wird ja weiter gebraucht, diese Infrastruktur. Und wir haben inzwischen dieses Sozialdienstleister-Einsatzgesetz auch nochmal verlängert. Sollte erst bis Ende dieses Jahres gelten, aber wir alle wissen ja, dass es noch ein bisschen weitergeht mit der Pandemie. Und wir haben es jetzt noch mal bis zum 31. März verlängert. Aber weil du nach den Erfahrungen fragst, lieber Matthias, es hat sich auch was umgestellt. Also die meisten haben jetzt ihre Arbeit so verändert, dass sie eben unter anderen Bedingungen, unter anderen Hygienebedingungen, mit kleineren Gruppen, an anderen Orten zum Beispiel auch tatsächlich weiterführen können. Also insofern haben wir im Moment nicht so die Situation, dass so viele geschlossen ist. Jetzt im November ist es allerdings wieder ein bisschen schwieriger. Wir hatten jetzt den ganzen Sommer über nicht so die Situation, dass so viel geschlossen ist, sondern dass sehr viel der Arbeit umgestellt wurde. Und ich sage mal ein Beispiel, wenn eine Maßnahme nach Anzahl der Teilnehmer bezahlt wird, wo nur halb so viele Teilnehmer dabei sein können aus Hygieneschutzgründen, dann ist natürlich wichtig, dass trotzdem der Leiter dieser Maßnahme, sei es eine Lehrkraft oder eine pädagogische Kraft, weiter bezahlt wird, um es sich mal ganz praktisch vorzustellen. Und da hat tatsächlich dieses Gesetz ja so eine Art Auffangbecken, so ein Auffangnetz geschaffen, damit diese wichtige Arbeit in all diesen sozialen Bereichen weitergehen kann. Das ist, wie gesagt, ich finde eine spannende und neue Idee, und man wird ja auch kreativ in so einer Pandemie und überlegt sich ja auch, was können wir jetzt tun, damit das erhalten bleibt. Denn die Sorge ist natürlich, dass es nach dieser Pandemie erst recht notwendig ist, dass wir ein solches soziales Auffangnetz haben. Und deshalb bin ich froh, dass uns das gelungen ist. Jetzt haben wir es erstmal bis März verlängert. Ich sage ganz ehrlich, wir hätten es auch gerne noch ein bisschen mehr verlängert. Aber wir bleiben optimistisch und zuversichtlich, dass wir vielleicht im März schon über den großen Berg sind und die meiste Arbeit wieder normal laufen kann wie vorher. Ach, wollen wir es hoffen. Ja, also, Zuversicht soll man nicht verlieren. Ich muss mal eben was zeigen. Ich habe mal von einer... Wie früh mache ich das? Von einer Behindertenwerkstatt dieses Ding hier gebastelt. Nee, andersrum. Ja? Ja, andersrum. Jetzt muss ich es andersrum, weil mir muss ich es so rumhalten. Okay, ja, genau, so rum jetzt. Genau, Zuversicht. Das ich haben die mir mal gebastelt, da haben die 3D-Drucker geübt, und das ist so viel wert wie noch nie, dass es hier immer auf meinem Schreibtisch steht und mich anlächelt.
Ich habe da hinten, kann man auch nicht sehen, ein schönes Bild von behinderten Künstlern. Behinderte machen guten Job, heißt das. Das finde ich, find ich entschuldigt. Womit ich auch nahtlos zu meiner nächsten Frage überleite. Kerstin, du weißt ja, dass ich Vorsitzender der Hamburger Lebenshilfe bin und Menschen mit Behinderung sind mir ein großes Anliegen, aber ich weiß, dass auch sie dir ein großes Anliegen sind. Und ich will sagen, dass schon meine Wahrnehmung ist, dass das zu einem sehr großen Teil die Verlierer sind. Und ich sage gerade, die Klientel der Lebenshilfe, also Menschen mit geistiger Behinderung, die verstehen häufig auch gar nicht, was mit ihnen passiert. Denen kannst du das überhaupt nicht erklären. Das macht uns richtige Sorgen. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir, was die Inklusion anbelangt, wieder massiv zurückgeworfen werden. Also auch mit der Trennung in den Schulen, die dort stattfinden. Das ist schon schwierig. Dennoch haben wir ja einige Maßnahmen, die hast du ja auch schon benannt, zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung beschlossen. Was ist so deine Einschätzung? Erstens, wirken diese Maßnahmen, aber auch was hat diese Pandemie, was sagt das für unseren Stand der Inklusion? Also wir sind mit Sicherheit nicht die Inklusionsweltmeister in Deutschland. Wir haben noch ganz schön viel zu tun und wir waren gerade dabei, uns ganz schön gut aufzumachen mit dem Bundesteilhabegesetz, mit vielem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und auch gerade mit der Idee nicht der Menschen mit Behinderung, die ja die Idee der Teilhabe leben. Also das heißt wirklich, dass wir gesagt haben, wir müssen immer bei allem, was wir machen, Menschen mit Behinderung beteiligen. Die Teilhabe ist der rote Faden bei der Inklusion. Und das ist eine besonders schwere Situation für Menschen, zum Beispiel, du hast gesagt, Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch, sagen wir mal, ein Beispiel für gehörlose Menschen, die von den Lippen lesen können, ist natürlich die Tatsache, dass jetzt fast alle Menschen dauernd Masken tragen müssen, ganz, ganz schwierig. Für blinde Menschen, die öfter mal jemanden brauchen, bei dem sie sich einhaken können, ist es natürlich total schwierig, wenn man Kontakte beschränken muss. Du hast gesagt, für geistig behinderte Menschen, für die Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, war das ein ganz großer Einbruch, dass wir gerade im Frühjahr wirklich verboten diese Werkstätten weiter zu betreiben hatten, also dass da Betretungsverbote waren und sie nicht mehr ihren täglichen Tagesablauf hatten, dass sie in die Werkstatt gehen konnten und da auch ihre Kolleginnen, Kollegen, Freunde und Freunde getroffen haben. Deshalb haben wir eine ganze Menge gemacht, aber ich will hier in dieser Situation auch mal sagen, der liebe Matthias Bartke hat uns auch noch ganz schön gedrängelt, noch mehr zu machen. Also ich bin sehr dankbar, dass du da immer wieder aktiv wirst und sagst, das reicht noch nicht und dass du dich auch so gut auskennst, auch als Lebenshilfevorsitzender in Hamburg, dass du weißt, wo noch tatsächlich Probleme sind. Und da hast du uns auch auf einiges aufmerksam gemacht und das war sehr wichtig. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben Überbrückungshilfen, gerade auch für die Inklusionsbetriebe. Das war aber nicht genügend. Und gerade Matthias Bartke war es, der uns nochmal deutlich gemacht hat, ihr müsst da mehr machen. Ich sage mal ein Beispiel, es gibt ein bestimmtes Kreditprogramm für Unternehmen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber gerade für gemeinnützige Unternehmen hat das nicht gepasst. Deshalb ist da auch ein neues aufgelegt worden. Wir sind immer noch dabei, das ist eine Initiative, an der du auch ganz intensiv beteiligt bist, also Miturheber bist, einen sogenannten Corona-Teilhabefonds aufzulegen, wo wir insgesamt 100 Millionen Euro drin haben werden, der hoffentlich zum 1. Dezember starten wird. Also sind da echt in den letzten Zügen die Vereinbarung mit den Ländern hinzukriegen, dass über die Integrationsämter dann Unterstützungshilfen beantragt werden können, damit zum Beispiel Inklusionsunternehmen, damit Sozialkaufhäuser, damit andere Projekte aus dem Bereich der Inklusion dort Gelder beantragen können, aus dem Bereich der sozialen Infrastruktur. Also das ist so eine Sache, da kannst du dir Matthias echt auf die Schulter klopfen, dass wir das jetzt mit viel Mühe und Not, ist ja immer eine Sache im Föderalismus zwischen Bund, Länder und Kommunen, aber wir haben es hingekriegt. Wir haben auch eine andere wichtige Sache hingekriegt, nämlich dass der Bund auf 10% seines Geldes aus der Ausgleichsabgabe verzichtet. Das ist das Geld, was Firmen zahlen müssen, Unternehmen zahlen müssen, die, obwohl sie es müssten, keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und das Geld wird immer für Inklusionsmaßnahmen, besonders am Arbeitsmarkt, ausgegeben. Und da haben wir jetzt gesagt, in dieser Pandemiesituation verzichtet der Bund auf 10%, gibt es direkt den Integrationsämtern in den Kommunen, damit die das Geld dafür einsetzen können, dass in den Werkstätten Lohnausfälle ausgeglichen werden. Viele Werkstätten mussten ja schließen, besonders im Frühjahr haben sie in einer Phase geschlossen, teilweise jetzt auch wieder. Teilweise haben sie sich aber auch mit den Hygienemaßnahmen so eingestellt, dass sie jetzt zumindest im Schichtbetrieb arbeiten können. Und da gab es Lohnausfälle. Die müssen, so ist unsere gesetzliche Lage, erstmal aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Aber da, wo das nicht geht, und da gab es einige Werkstätten, gibt es jetzt Gelder, die beantragt werden können. Vielleicht hört uns jemand zu, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. Und wir hatten auch Montag eine Werkstatträtekonferenz. Deshalb wiederhole ich nochmal meinen Appell. Bisher haben noch nicht viele Werkstätten Anträge gestellt. Eigentlich nur in 2, 3 Bundesländern.
aber das ist eine gute Möglichkeit, um dort Lohnausfälle auszugleichen, denn behinderte Menschen dürfen nicht die Verlierer dieser Situation sein, sondern sie sollen auch ihr Geld, wenn sie in Werkstätten arbeiten, weiter bekommen. Also all das sind Maßnahmen, die wir entwickelt haben, damit wir tatsächlich zum Beispiel jetzt, wie ich es gerade geschildert habe, in den Werkstätten dafür sorgen können, dass es gut weitergeht. Letzter Punkt, wenn ich noch einen sagen darf, Matthias. Wir haben beide, glaube ich, schon erwähnt, dass es Lohnersatzleistungen gibt, wenn Eltern zu Hause bleiben müssen, weil ihre Kinder nicht in die Schule oder in die Kita gehen können. Und diese Lohnersatzleistung gibt es bis zum Alter von 12 Jahren der Kinder. Und wir haben durchgesetzt, dass es bei behinderten Kindern auch für ältere Kinder gilt, weil das ja wichtig ist und die auch Betreuungsbedarf dann haben. Auch das ist nochmal wieder verlängert worden im Infektionsschutzgesetz. Ich zähle das alles auf, weil ich deutlich machen will, ja, wir haben die Menschen mit Behinderung im Blick, wir haben auch eine Menge gemacht, trotzdem weiß ich, ich will das nicht schönreden, ich weiß, es ist eine echt schlimme Situation und es ist eine belastende Situation und ich bin ganz dankbar, wo auch wirklich vor Ort kreative Lösungen gefunden wurden. Ich habe das bei mir vor Ort in meinem Wahlkreis in Ratingen erlebt, da haben die Werkstätten es so gemacht, dass sie einfach die Arbeit eingepackt haben und in die Wohneinrichtungen gefahren sind und dort, wo die Menschen wohnen, in der Zeit, wo sie nicht in die Werkstatt kommen durften, eben auch mit den Menschen gearbeitet haben, damit nicht in dieser Pandemie die Langeweile und die Einsamkeit, die ja auch für viele Menschen im Moment ein großes Problem ist, damit die nicht noch schlimmer wird und dann damit es Beschäftigung gibt, damit also, es auch kollegiale Kontakte gibt. Da danke ich dir total für diese wirklich sehr, sehr ausführliche Antwort, weil das ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und du hast eben die Werkstatträtekonferenz erwähnt, die wir am Montag warst, ne? Genau. Am Montag gemacht haben. Und in der Tat, wir haben dort 58 Millionen Euro bewilligt, um die Werkstattmitarbeiter besser auszustatten, dass sie praktisch keine weniger Einkommenseinbußen erleiden müssen. Und dieses Geld kommt nicht zum Zuge. Und das ist etwas, was ich sag mal, mich als Abgeordneten und wahrscheinlich dich als Staatssekretärin immer maßlos aufregt. Wir bewilligen dort Gelder und das ist ja unheimlich schwierig, an diese Gelder ranzukommen. Und dann fließen die nicht ab. Und da gibt es natürlich tausenderlei Gründe und es wird dann immer verwiesen auf den jeweils anderen. Ich glaube nicht, dass es an den Ländern liegt. Ich glaube, es liegt eher so ein bisschen an den Werkstätten. Aber das muss man mal genau analysieren. Ich forsche auch nach. Ich habe jetzt gerade die Hamburger Sozialsenatorin angeschrieben, um das rauszubekommen. Und du hast ja, ich nenne das immer die Gemeinnützigkeitsmilliarde, die wir losgemacht haben. Das fand ich übrigens auch ganz interessant, wie das dann eben so kommt. Ich habe das ja durch blanken Zufall erfahren, weil ich im Beirat des Hamburger Dialogs im Dunkeln bin und die gesagt haben, sie kriegen keinen Kredit, weil sie gemeinnützig sind. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Da habe ich im Finanzministerium angerufen und dann haben die gesagt, sie wüssten das auch nicht so genau. Und dann haben sie geforscht und es stimmte. Und dann haben wir ja gemeinsam, also insbesondere du, aber auch Hubertus, der totalen Druck gemacht hat, dass wir dort Mittel bekommen und das ist 1 Milliarde und das ist natürlich schon wirklich großartig, das, was wir dann da gemeinsam hinbekommen haben. Also, ja. Die Zeit geht langsam zu Ende. Einen Satz noch dazu. Zur Inklusion gehört halt auch, dass Inklusionsunternehmen und gemeinnützige Unternehmen mitgedacht werden müssen. Und wir haben natürlich jetzt auch eine echte Lernschleife im Wirtschaftsministerium, auch im Finanzministerium hinter uns, die bisher immer bei Wirtschaft eher an die großen Unternehmen gedacht haben. Jetzt gerade ein ganz aktuelles Problem, kümmern wir uns darum, bei den Novemberhilfen und bei den Überbrückungshilfen 3, für wen gelten die? Wie können wir dafür sorgen, dass auch gemeinnützige Unternehmen, dass auch Inklusionsunternehmen sie kriegen? Also man muss da immer dranbleiben und ich bin dir, lieber Matthias, sehr dankbar, dass du auch immer dran bist und auch manchmal uns als Regierung ein bisschen schubst und sagst, jetzt kümmert euch doch mal darum. Also das sind immer wichtige Anregungen und da funktioniert die Demokratie auch, indem man sozusagen gemeinsam immer wieder schaut, wo sind noch Lücken und wo müssen wir was tun. Wir haben noch eine schwere Zeit vor uns. Wir haben, glaube ich, wie kein anderer Staat der Welt Sicherungsmechanismen eingebaut, Wirtschaftshilfen, soziale Hilfen. Trotzdem wird es noch eine schwere Zeit, aber ich hebe noch mal hier meine Zuversicht hoch und sage noch mal, damit kommen wir hoffentlich gut durch die Krise. Ich wünsche es jedenfalls allen. Ja, wie gesagt, also wenn wir es kostet uns ganz viel Geld, aber es ist völlig richtig, wenn wir es nicht bezahlen würden, wird es uns noch viel mehr kosten. Allerdings muss man auch sagen, wir sind ein reiches Land, wir können uns das leisten und das ist natürlich in manch einem anderen Land anders. Also, liebe Kerstin, eine letzte Frage habe ich noch aus dem Chat und die Frage lautet, setzt du dich für eine Vermögensabgabe oder einen Corona-Soli ein? Was sagst du? Ich habe interessanterweise in letzter Zeit ganz viele Reaktionen aus dem Freundeskreis, wo Leute sagen, ey, jetzt lass doch mal die ganz viel Gewinne gemacht haben in der Corona-Pandemie, so Amazon zum Beispiel oder auch andere, die Plexiglas-Industrie oder so, lass die doch mal ein bisschen mehr zahlen dafür.
Steuererhöhungen sind immer eine blöde Debatte, das wissen wir als Politiker, aber ich fände es ganz gut, wenn die Reichen in diesem Land und die, die besonders profitiert haben von der Pandemie, mal selber auf die Idee kommen würden und sagen, wir geben jetzt mal einen Beitrag, gerade in dieser Situation, wo es anderen Leuten so viel schlechter geht. Ich fände das eine gute Sache. Ich finde, es muss aber auch ein bisschen von den Leuten selbst kommen. Und wenn diese Idee aufkommt, wäre ich nicht dagegen. Vielen Dank. Ich finde ja, man kann dem auch noch ein bisschen nachhelfen. Liebe Kerstin, wir haben gesagt, eine Stunde. Die eine Stunde ist vorbei. Sie ist wie im Flug vergangen. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für dieses kurzweilige Format. Es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, den Zuschauerinnen und Zuschauern hat es auch viel Freude gemacht. Und ich fand, es war sehr, sehr informativ. Auch so ein bisschen dein Blick hinter die Kulissen und eben nicht nur 1,30, wie es dann immer heißt in der Tagesschau, also 90 Sekunden maximal, sondern ausführlich. Kerstin, normalerweise kriegen Gäste immer ein Geschenk, aber jetzt kann ich dir keins geben. Aber du bekommst es, wenn wir uns das nächste Mal im Ausschuss sehen. Ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, dann aber nicht mehr per Video, sondern in Hamburg, Altona. Mach's gut. Sehr gerne, alles Gute, bleib du gesund.